Wasser predigen sie, doch saufen sie Wein. Eine Kirche kalt wie Stein. Doch mir fällt dazu was ganz anderes ein. Ich denke an Martin Luther King, Michael Jackson, Mandela, Rudi Dutschke, Dietrich Bonhoeffer. Ich denke an Heinrich Böll, Leo Tolstoi, Rio Reiser, Sophie Scholl, Oscar Romero und noch so viele mehr. Alles Christen, doch die hatten es hier schwer. Denk an die Bergpredigt. Daran, wie Jesus spricht, Unterdrückte sollen Freiheit erfahren. Zeig nicht auf andere, sondern fang bei dir an. Liebt eure Feinde, seid gerecht und übt Barmherzigkeit. Verzichtet auf Rache und auf Waffen und schlichtet lieber Streit. Jagt nicht Reichtum, sondern Frieden nach. Habt keine Angst vor dem morgigen Tag. Ich denke an Jesus, der die Tische der Geldwechsler umstößt, der die Machthaber durch seine Liebe entblößt. Und dann fällt mir wieder ein, so sollte Christentum sein. Danke. Vielen Dank.